Altusmann, der Spitzenkandidat der Union und Wirtschaftsminister in Niedersachsen. Herr Altusmann, heute wird ein Leitantrag im Fokus stehen, direkt zu Beginn dieses Parteitages, der das Thema Energie noch mal ganz nach oben auf die Tagesordnung setzt. Das Entlastungspaket der Bundesregierung ist nicht eine Woche alt und Sie kritisieren es schon. Was fehlt? Die Bundesregierung hat den Mittelstand, unsere handwerklichen Betriebe, die Bäckereien und viele andere produzierende Betriebe in unserem Land schlichtweg vergessen. Darauf machen wir seit Wochen aufmerksam. Es geht nicht nur um die energieintensiven Betriebe, es geht auch um die kleinen und mittelständischen Unternehmen, gerade auch bei uns in Niedersachsen. Und der Bundeswirtschaftsminister hat bisher nur angekündigt, aber nicht geliefert. Die Bundesregierung setzt damit die Energieversorgung und insbesondere auch die Versorgung mit Lebensmitteln bei uns in Deutschland fahrlässig aufs Spiel. Gleichzeitig ist der Staat stark. Das 65 Milliarden Euro schwere Entlastungspaket ist eben ja auch eines, was hier natürlich die Bürgerinnen und Bürger entlasten soll. Sie fordern eine Digitalplattform, ähnlich wie bei den Corona-Hilfen. Reicht dafür überhaupt das Geld aus? Muss man dann nicht auch sozusagen finanzpolitisch ganz genau gucken, wo der Spielraum überhaupt ist? Wer über die abgeschaffte Energieumlage, erneuerbare Energieumlage, 25 Milliarden Euro noch auf dem Konto hat, der könnte dieses Geld jetzt auch sehr gezielt einsetzen, um die mittelständischen Betriebe in Deutschland zu entlasten. Das muss jetzt erfolgen. Das gesamte Paket wirkt auf den ersten Blick wuchtig, aber die Wahrheit ist, 50 Milliarden Euro kommen über die Mehrwertsteuer, 10 Milliarden Euro über die Einkommensteuer beim Staat, bei der Bundesregierung wieder an. Das wird jetzt wieder zurückverteilt, das ist grundsätzlich richtig. Aber man hat sehr klar die Betriebe in Deutschland nahezu komplett vergessen. Man will jetzt ein Strommarktdesign auf europäischer Ebene auf den Weg bringen. Das dauert Wochen, bis so etwas entwickelt ist. Wir brauchen jetzt eine Strompreisbremse, wir brauchen jetzt eine Gaspreisbremse. Darüber wird der CDU-Bundesparteitag heute entscheiden. Die Menschen dürfen jetzt nicht über Gebühr belastet werden. Und deshalb wird im Übrigen auch die Landtagswahl in Niedersachsen auch eine Abstimmung gegen die Ampel. Da sprechen wir gleich über die Niedersachsenwahl. Aber ein Thema, was natürlich auch in diesem Zusammenhang ja hier eine Rolle spielt, ist die Frage der Laufzeitverlängerung der AKWs, der Atomkraftwerke. Da fordert die Union auch eine Laufzeitverlängerung. Klar ist, dass zwei AKWs jetzt in den Reservebetrieb gehen sollen. Und gerade hier das Kernkraftwerk in Lingen in Niedersachsen soll vom Netz genommen werden. Eine andere Debatte, die hier in Niedersachsen geführt wird, ist ja die um das Fracking. Da haben Sie sich ja auch klar positioniert. Also wenn man auf der einen Seite sagt, man braucht jede Kilowattstunde Energie aus dem AKW, müsste man nicht dann auch ergebnisoffen das Thema Fracking nochmal hier bei Ihnen im Bundesland diskutieren? Zunächst Atomkraft. Die drei verbliebenen Atomkraftwerke bis Ende des Jahres haben bisher rund 33 Terawatt geliefert. Das ist ein Gegenwert von etwa 10 Millionen Menschen, die damit versorgt werden. Jetzt die Energieversorgungssicherheit im Bereich Strom fahrlässig aufs Spiel zu setzen, halte ich persönlich für unverantwortlich. Ich bin gegen einen Wiedereinstieg in die Atomkraft. Aber in einer Kriegs- und Krisensituation jetzt nicht das zu nutzen, was wir aktuell im Laufbetrieb haben, halte ich wirklich für unverantwortlich und für kurzsichtig. Gut, aber das ist klar. Und jetzt zum Fracking? Fracking ist eine Technologie, die seit 2014 nicht mehr in Deutschland angewandt wird, zuletzt in Niedersachsen. Wir haben wahrscheinlich mit 3 bis 5 Jahren Vorlaufzeit überhaupt erst die Möglichkeit, nennenswerte Beträge aus dem Fracking tatsächlich zu fördern. Von daher hilft es kurzfristig nicht. Unkonventionelles Fracking muss verboten bleiben. Und wir werden, wenn überhaupt, nur mit den Menschen da in den nächsten Jahren unsere Reserven, die wir auch gerade unter niedersächsischen, aber auch unter bayerischen, auch unter baden-württembergischen Böden haben, werden wir schöpfen müssen. Natürlich müssen wir auch Eigenvorsorge betreiben. Ja, aber da hat sich auch Markus Söder geäußert, den haben Sie kritisiert, der ja gerade auf Niedersachsen guckt hat. Da gibt es ja, wenn ich jetzt richtig geguckt habe, die größten Erdgasreserven. Schauen wir auf die Debatten, die heute hier auf diesem Parteitag eine große Rolle spielen. Ein bisschen sucht die CDU ihre Mitte, würde ich sagen, und macht eine Standortverortung. Es geht um das Grundsatzprogramm, es geht um die Frauenquote, es geht um die Frage eines Gesellschaftsjahres. Es geht auch um die Frage einer stellvertretenden Generalsekretärin, denn die Union will jünger, sie will weiblicher werden. Was sind Ihre Erwartungen an diesen Parteitag, der hier heute in Hannover dann doch auch das erste Mal wieder Tuchfühlung für die Delegierten ist? Es ist nämlich der erste Parteitag, wo die Delegierten wieder zusammenkommen. Was sind die Erwartungen an diesem Parteitag von Ihnen? Der erste Parteitag nach 3 Jahren in Präsenz hier in Niedersachsen ist natürlich ein Auftakt auch für die in 4 Wochen stattfindende Landtagswahl in unserem Bundesland. Wir wollen nach Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen jetzt auch klar machen, dass wir ein starkes Gegengewicht mit Niedersachsen auch gegenüber der Ampel benötigen. Wir werden uns natürlich mit der Frauenquote beschäftigen. Ich rate hier wirklich zu einer respektvollen und mit Haltung geführten Debatte. Die Argumente sind nahezu alle ausgetauscht. Die Satzungs- und Strukturkommission hat einen klugen, abgewogenen Vorschlag gemacht. Es ist zeitlich begrenzt. Wir in Niedersachsen haben im Übrigen unsere Liste paritätisch besetzt. Jeder zweite Platz mit einem Mann. Ich korrigiere.
da ich die Liste anführe, jeder zweite Platz mit einer Frau bis Platz 61. Das geht auch so, aber es ist wichtig, dass wir mehr Frauen für Ämter und Funktionen in der CDU gewinnen. Und deshalb ist das Ganze auf 5 Jahre begrenzt. Ich persönlich habe die Hoffnung, dass die große Mehrzahl der Delegierten mit diesem Thema wird leben können, sodass wir hier ein weiteres Signal setzen. Wir werden weiblicher, wir sind jünger, wir sind erfahren. Wir sind die Volkspartei der Mitte. Wir sind die einzig Verbliebene aus meiner Sicht in Deutschland. Und deswegen brauchen wir heute auch ein starkes Votum. Das war jetzt der Werbeblock. Das gehört aber dazu an so einem Parteitag. Denn da geht es ja um etwas innerhalb der CDU. Kurze Frage zum Schluss. Es ist auch das erste Mal, dass Friedrich Merz als Parteivorsitzender hier bei den Delegierten sich den Delegierten stellt auf diesem ersten Präsenzparteitag, den die Union wieder abhält seit der Pandemie. Konservative sagen, er ist zu sehr auf Mittekurs. Gleichzeitig kann unter Umständen diese Debatte, die Sie gerade mit der Frauenquote angesprochen haben, ja durchaus auch eine Klatsche für ihn geben. Das weiß man jetzt noch nicht so genau. Inwieweit ist es denn auch der erste Lackmustest für Ihren Parteivorsitzenden, der zwar im Bund den Fraktionsvorsitzenden und den kämpferischen Fraktionsvorsitzenden gilt, aber vor allen Dingen eben auch in der Partei die Flügel zusammenführen muss? Wir sollten das Ergebnis, das im Moment ja noch keiner kennt, über dieses Thema nicht zu hoch hängen. Dieser Bundesparteitag kümmert sich nicht in erster Linie um die eigene Bubble, nämlich den internen Bereich der CDU. Das ist ein wichtiges Thema für manche, aber ich sage, den meisten Menschen in Deutschland, die haben im Moment, denen geht es wirklich um die existenzielle Sorge für die Zukunft. Die stehen teilweise wie die Betriebe mit dem Rücken zur Wand. Die interessieren sich nicht für eine CDU-interne Debatte über Frauenquoten, sondern die wollen, dass wir Lösungen präsentieren. Und deshalb steht im Schwerpunkt dieses Parteitages ein Energiepreisentlastungsprogramm, die Frage der Energieversorgungssicherheit und auch ein Gesellschaftsjahr, bei dem wir von den jungen Menschen in unserem Land auch ein Stück weit erwarten, dass sie hierfür auch etwas zurückgeben. Ich finde es gerade in einer Situation, wo wir über Pflegenotstände sprechen, durchaus für angemessen, dass die jungen Menschen auch sich für ihr Land einbringen. Viele wollen das. Wenn ich meine eigenen Kinder frage, die sind jederzeit bereit dazu. Das war der erste Überblick. Bernd Altusmann, ich sage herzlichen Dank für das Interview.